Die ungewöhnliche Graphic Novel Die Farbe der Dinge erzählt die Geschichte eines 14-jährigen dicklichen Jungen, der von seinen Kameraden gehänselt, um Geld angegangen und bedroht wird. In der Not plündert er die geheime Schatulle seines wettsüchtigen Vaters und setzt das ganze Geld beim Asket-Rennen auf ein Außenseiterpferd. Den Tipp dafür hat er von einer Wahrsagerin erhalten, für die er Besorgungen macht. Es geschieht das Unerwartete. Der Junge gewinnt, er kann aber den Wettgewinn nicht einlösen, weil er zu jung ist. Daraus entwickelt sich eine rasante Jagd nach dem wertvollen Wettschein und zugleich die verzweifelte Suche nach dem flüchtigen Vater, obwohl der die Mutter verhauen hat. Bonchos konflikthafte Familiengeschichte spielt mit diesem Spannungsmoment, ohne damit die Sehnsucht des Jungen zu verraten, der sich nichts mehr wünscht als eine intakte Familie. Der in Genf geborene Zeichner Martin Bonchot ist ein Visual Storyteller und Graphic Novelist. Er mag Data Storytelling, große Erzählformate und experimentelle Infografik. Alle diese Elemente finden in seiner Graphic Novel auf verblüffende Weise zusammen. Doch der eigentliche Wurf gelingt ihm mit der Erzählperspektive. Die Farbe der Dinge ist von oben herab aus der Google Earth Perspektive erzählt und gezeichnet. Die handelnden Figuren sind nur noch Farbpunkte in einer räumlichen Anordnung. In dem medialen Verfremdungseffekt erkennen wir eine einstmals göttliche Optik, die längst zur Selfie-Perspektive in unserem GPS-gesteuerten Alltag geworden ist. Martin Bonchot macht ihn sich ebenso raffiniert wie überzeugend zunutze. Seine Vorliebe für leuchtende Farben, eine präzise Zeichnung sowie grafisch virtuos variierte Bildseiten verleiht der schematischen Perspektive eine erstaunliche Lebhaftigkeit. Hinzu kommt eine subtile Erzähldramaturgie, mit der es dem Zeichner und Autor gelingt, aus der tragikomischen Geschichte eines gesichtslosen Jungen ein verblüffendes Bilderbuch mit explosivem Ausgang zu machen.